damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Schießen, es ist eine Glückssache. Mein Gott, wir haben einen mehr verschossen als Offenbach, aber wir können oben überhaupt bis nach Hause fahren. Ich finde, wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert auswärts. Hatten 1, 2, 3, 4 gute Chancen, die hätten wir auch machen können, kurz vor Schluss der Dimi. Da verspringt ihn der Ball. Mein Gott, dann war es nur noch ein Kampfspiel. Und ja, und so Elfmeterschießen, ich weiß ja, dass Wulle eine Katze ist, hat er mal wieder bewiesen. Es war unser Pech, dass Wulle dort ein Tor war. Ja. Wie tröstet ihr denn den Bungo jetzt wieder? Irgendwie müsst ihr ihn aufrichten. Ja, mein Gott, das ist ein junger Spieler, der hat noch alles vor sich. Passiert, andere haben auch verschossen, auch auf Offenbacher Seite. Ich sage, klar muss man Nerven haben, aber es ist eine Glückssache, wohin sich der Torwart entscheidet. Selber eine bessere Rückkehr natürlich vorgestellt, oder? Was das Ergebnis jetzt anbelangt im Endeffekt. Ja, natürlich. Ich bin reingekommen, um weiterzukommen, also um zu gewinnen. Schade, dass wir es nicht geschafft haben. Mein Gott, das Leben geht weiter. Wir kommen nochmal her in der Rückrunde jetzt und da wollen wir dann die 3 Punkte mitnehmen. Dankeschön. Bitte schön. Ja, eiskalt in Elfmeter verwandelt. Was war das für ein Gefühl? Ja, war natürlich ein gutes Gefühl. Ich denke, über die weite Strecken in der zweiten Hälfte und auch in der Verlängerung hätten wir den Sieg verdient gehabt. Die hatten dann nur noch eine Konterchance, wo der Stürmer die zum Glück nicht macht. Und ja, ich denke, den Willen hat man dann auch im Elfmeterschießen gesehen. Wir waren oft nah dran und dann haben wir es zum Glück bisschen glücklich durch Stefano Cincotta am Ende gewonnen. Warum am Anfang habt ihr euch so schwer getan und dann im Laufe des Spiels habt ihr das in den Griff bekommen, das Spiel, habt ihr dann praktisch auf ein Tor gespielt? Woran lag es am Anfang? Ja, wir waren nicht ganz so aggressiv am Anfang, ja. Wir waren nicht so gut in den Zweikämpfen und so kann man halt kein Derby bestreiten, da muss man in die Zweikämpfe reingehen und dann quasi durch den Kampf ins Spiel finden und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht und ich denke auch dann über weite Strecken verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Danke auch. Ciao. Was sind da so die Gefühle, die einem durch den Kopf gehen, wenn das Ding dann im Netz zappelt? War ja richtig knapp, ne? Also am Anfang war ja echt Angst dabei, aber wo ich dann gesehen habe, dass der Ball drin war, das war einfach nur noch Emotion pur, also mehr geht nicht. Wolltest du gar nicht schießen oder was? Ich wollte auf gar keinen Fall schießen, weil ich heute Geburtstag hatte und ich wollte es nicht vergeigen. Heute, ja. Und sonst? 21. Und eben deswegen wollte ich es nicht vergeigen für die Mannschaft. Wie weit war der Weg vom Mittelkreis zum Elfmeterpunkt? Ewig lang. Hat schon mal Glück. Umso schöner, oder? Umso schöner, ja, da hat schon auf einmal wieder Kraft. Was gibt's jetzt? Heute Bayer? Entspannung pur. Also meine Waden brennen und die muss ich auf jeden Fall pflegen für morgen. Und morgen ist wieder ein anderer Tag. Wir müssen auf Samstag schauen. Ganz einfach. Ja. Hast du schon Elfmeter geschossen? No. Also jetzt in der Profiliga noch nie. Ich habe eigentlich in der B-Jugend schon aufgehört, weil ich... Ja, die Darmstädter haben uns gut gepresst, die haben es clever gemacht. Aber umso länger das Spiel ging, umso müder wurden sie. Und wir haben immer wieder nachgelegt, wir haben breit gestanden und haben die klar ausgespielt. Und deswegen wurden sie immer schwächer. Das habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Auf jeden Fall. Ich gehe nochmal rein. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer,
im Stadionbereich. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach einem packenden und dramatischen Hessen-Pokal-Viertelfinale zwischen Kickers Offenbach und dem SV Darmstadt 98. Ich darf vorstellen den Trainer unserer Gäste aus Darmstadt, Kostas Bunjajic, und unseren Trainer Ari van Lent. Der Gast hat das erste Wort. Ihr Statement zum Spiel, Herr Bunjajic, bitte. Hier kurz nach dem Abpfiff, also bevor die Entscheidung beim Elfmeterschießen gefallen ist, hatte ich so ein bisschen schon lächeln müssen. Schade, dass das jetzt kein Finalspiel war, sondern nur ein Viertelfinalspiel. Ich denke, beide Mannschaften brauchen sich nicht zu entschuldigen, dass der eine oder heute etwas später ins Bett geht. Ich glaube, es war ein packendes, intensives Spiel. Es hatte sicherlich mehr Derby-Charakter als in unserem ersten Spiel in der Vorrunde bei uns zu Hause, und beide Mannschaften haben klar von Anfang an gewusst, dass heute Abend eine Entscheidung fallen wird, und dementsprechend haben sie beide aus meiner Sicht alles daran gesetzt, das Spiel noch vor den 90 Minuten zu entscheiden. Und das ist uns leider nicht gelungen, und erste Halbzeit, denke ich, geht an uns. Da waren wir aus meiner Sicht besser im Spiel und hatten auch die klareren Chancen. Zweite Halbzeit geht an den OFC, und in der Verlängerung gab es Hüben und Drüben Chancen. Vielleicht die Chance von Demi Boele, vielleicht die klarste Chance gewesen, aber das sollte nicht sein. Wir haben dann durch das Elfmeterschießen verloren, sind ausgeschieden, das muss man akzeptieren. Da gehört ein bisschen Glück dazu, gehört aber auch ein bisschen Erfahrung dazu. Ich denke, gerade beim Elfmeterschießen mit Bulnikowski und hat man dann auch gemerkt, dass da jemand schon länger dabei ist und auch entsprechend irgendwo vielleicht auch die Situation genossen hat. Und wir hatten ein bisschen die Flatter gehabt, das hat man gemerkt. Und, mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen mehr Pech für Offenbach wären wir jetzt weiter, aber es ist nicht so. Und ich kann mit dieser Niederlage leben. Ich denke, wir haben bis jetzt in der dritten Liga sehr harte Spiele hinter uns und haben ein großes Ziel, die Klasse zu halten, uns mittelfristig in der Liga zu etablieren. Und wir haben heute auch gesehen, wo Darmstadt 98 imstande ist, werden die Fans zusammenrücken und wenn sie motiviert sind. Und sie haben uns heute großartig unterstützt, und ich kann viele positive Sachen aus diesem Spiel rausnehmen. Wir haben seit langem wieder mal zu Null gespielt und hatten Chancen gehabt. Wir haben uns als Mannschaft präsentiert, und ich denke, auch solche Spiele kann man nutzen, um noch enger zusammenzurücken, um vielleicht noch bewusster in die nächsten Spiele in der dritten Liga zu gehen, weil letztendlich haben wir fast in den nächsten Wochen fast nur Endspiele, und wie gesagt, wir wollen die Entscheidung frühzeitig herbeiführen in der Liga, das heißt nicht am letzten Spieltag, das ist jedenfalls mein Wunsch, und die Spieler werden morgen auslaufen, werden vielleicht noch in der Woche noch einen Tag frei bekommen, und am Sonntag geht es dann weiter gegen den 1. FC Saarbrücken. Dort haben wir 4-0 verloren, da werden wir, denke ich mal, eine gute Leistung zeigen und auch Sieg spielen, und soweit ich mich erinnern kann, sind wir in diesem Monat nochmal hier. Und dann schauen wir mal, wie es dann am Ende ausschauen wird. Ich wünsche euch natürlich ein ganz weites Weiterkommen. Den Grundstein habt ihr mit dem Stadion gelegt, wenn ich das hier so alles erleben darf. Und das mit uns vergleiche, dann kann man schon so ein bisschen neidisch drauf sein. Aber wir sind auch auf einem guten Weg, und wir werden versuchen, sportlich voranzugehen und dann auch den nächsten Schritt einzuleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bunjajic. Ari, dein Resümee nach den 120 Pokalminuten plus Anschließung im Elfmeterschießen. Ich mache es etwas kürzer. Also nein, ich glaube, Kost hat schon alles gesagt. Ich glaube wirklich, dass beide Mannschaften heute alles abverlangt haben aus der eigenen Reihe. Ich glaube wirklich, dass die Darmstädter die erste Halbzeit gehörte denen. Wir waren ein bisschen verhalten. Aber ich glaube, wir haben uns im zweiten Halbzeit wirklich richtig gesteigert, und wir haben versucht, die Entscheidung zu machen. Ich rede mal aus meiner Sicht, denke, dass die Verlängerung auch auf unserer Seite lag. Und ich habe es gehofft, dass wir das noch hinkriegen, weil man weiß, beim Elfmeter, das wissen alle, dass dann immer ein bisschen Glück dabei ist, und das hatten wir. Und ich
ich freue mich, weil es ist auch, ich habe das auch noch nicht erlebt, so in so einem Derby. Das erste Spiel, das richtige Vorrunde war es schon lahm. Heute war es mal richtig was los hier. Beide Mannschaften wurden richtig unterstützt von Fans und ja, ich fand es einfach richtig, ja, das Wort darf ich ruhig sagen, geil, dass wir so ein Derby zu erlebt haben. Ich glaube, wenn man einen Spielverlauf sieht, denke ich, dass wir vielleicht ein bisschen mehr das Glück verdient haben heute, aber letztendlich ist das dann auch unwichtig. Und wie gesagt, 120 Minuten Elfmeter schießen, wir müssen uns weiterhin konzentrieren jetzt, erholen. Samstag in Stuttgart geht es weiter, haben wir andere Möglichkeiten, und aber das hier heute nehmen wir gerne mehr. Es war eine schöne Erinnerung, wird das sein für die nächste Woche. Dankeschön. Vielen Dank, Adi. Gibt es Fragen? Dann bitte ich um eine kurze Wortmeldung. Das ist offensichtlich nicht der Fall, oder doch? Eine Frage, einen Moment mal bitte, es kommt am Mikrofon. Rainer Küter. Adi van Welt, nur die Frage der Eltern. Da Costa ist ja früh raus. Kann man da schon sagen, was da ist? War der verletzt? Ja, also Maxi war klar als Schwede, ist umgeknickt, und Elton kurz danach, also Stichen in Oberschenkel, also ich hoffe kein Riss, nur ein Zerrung, also das wird, denke ich, definitiv sein. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Am 24. März sehen wir uns schon wieder. Bis dahin alles Gute, auch Darmstadt 98 im weiteren Saisonverlauf in der dritten Liga, und Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen. Das macht möglich.